Ja, Leute, ihr fragt euch sicher, wo ich hier stehe. Ich stehe hier vor Bills Haus. Ist es nicht toll, wenn man ein Part versucht aufzunehmen und dann beim Rendern realisiert, dass man den Button für den Aufnahmestart geändert hat, aber trotzdem den alten gedrückt hat? Super, oder? Naja, tut mir jetzt wirklich leid. Ja, es ist zwar nicht viel passiert in der letzten Folge, wo es ist doch schon einiges passiert. Ich zeig euch einfach mal, was wir gemacht haben. Ich hoffe mal, dass mir das so ein Scheiß nicht wieder passiert. Also, in der letzten Folge waren wir noch hier. Da kommt schon ein Random Kampf gegen ein Taubsi. Und jedenfalls haben wir hier einen Knuff-Fenser gefangen. Mist, das ärgert mich jetzt so dermaßen. Ich habe so tolle Jokes gemacht in der Folge. Weg sind sie. Und ich habe dummerweise gespeichert. Ich kann es nicht nochmal nachspielen. Also jedenfalls haben wir hier einen Knuff-Fenser gefangen, das ich als VM-Sklaven benutzen will. Mit Zerschneider. Ja, und dann sind wir einfach hier lang gegangen auf diese Route hier und haben dort alle Trainer gepwnt. Der Typ hatte Mascholo und Kleinschleim. Außerdem sagte er, wurde von einem Zubat im Mondberg gebissen. Der Typ hatte irgendwie nichts Nennenswertes, der hatte einen Onyx. Der hat ein Phlegmon, was ziemlich berühmt ist dafür, dass es im Mew-Glitch verwendet wird. Weil sie einen Spezialwert von 21 hab, googelt danach. Die hier hat einen coolen Freund. Da habe ich richtig geile Gags gemacht, aber alles weg. Das regt mich so auf. Die hat ein Pärchen Nidorans, also Nidoran männlich und Nidoran weiblich. Das war so toll, das war so romantisch. Ah nein, die ganze Aufnahme ist weg. Dann der Typ hat da aufweise Kleinsteins und das. Hier, meine Lieben, ist der Freund von ihr. Nach dem Kampf sagt er etwas wie, naja, meine Freundin wird mich aufheitern. Gar nicht zweideutig oder so. Das Lustige ist, nach dem Kampf sagt sie zu einem, dass man viel toller ist als ihr Freund. Ihr wisst auch, was ich hinaus will, oder? Hierhinter konnten wir. Hier war ein Item, das habe ich genommen, indem wir den hier vorgelockt haben, sodass wir hier durch dort rein konnten. Und das war ein TM, das habe ich im anderen Video gar nicht gezeigt. Das war die TM für Geowurf ist das genau. Geowurf macht Schaden basierend auf dem Level des anwendenden Pokémons. Der Typ hat was gequatscht und wegen. Ich weiß, dass wir kämpfen und am Ende sagt er dann, ich weiß, dass ich verlieren wo. Ich wusste, dass ich verlieren würde. Die ist neidisch auf die süßen Pipis ihrer Freundin. Ja, und mehr haben wir eigentlich nicht gemacht. Und ich hatte noch so einen tollen Gag gebracht, nachdem ich mich verabschiedet habe, bin ich nochmal hier zurück zu der Freundin mit dem coolen Freund gegangen und hab hier. Wollte ihr mein großes Pokémon zeigen, wenn ihr wisst, was ich meine, aber nein, alles nicht aufgenommen. Das ärgert mich maßlos. Und ich war auch nur so blöd und habe schon gespeichert, ohne mich zu versichern, dass es auch wirklich aufgenommen hat. Ich glaube, ich stelle den Aufnahmebutton wieder auf F9. Es kann ne wahr sein. Also, das wird jetzt ein ziemlich kurzer Part, aber sorry, kann man halt nichts machen. Also, ich hoffe, so ein Mist passiert nicht nochmal. Nächste Folge wird wieder ordentlich, denn da gehen wir zu Bill. Also, bis zum nächsten Mal.